Willkommen zurück zu Dark Forces, das gute Star Wars Spiel von LucasArts und mit Mission 7 geht's weiter, von 14. Also wenn wir die hier haben, haben wir die Hälfte schon mal im Sack. Wobei der letzten ja wahrscheinlich ein bisschen schwieriger werden, meine ich, oder ein bisschen hart werden, wie die höchste Schwierigkeitsstufe hier ist. Man weiß es nicht. Ja, das letzte Mal waren wir im Knast, das war spannend. Und langwierig, diesmal Ramsey's Head, ich bin gespannt. Gibt es hier mal ein Video? Man weiß es nicht. Ja, ich habe auch mal den Sound wieder ein bisschen leiser gemacht, weil das ganze Geballer, ich meine, ist auch ganz nett, wenn es da so ein bisschen knattert und kracht. Aber irgendwie kam mir das ein bisschen laut vor. Vielleicht war ich auch nur ein bisschen leise, ich weiß es nicht. Man wird auf jeden Fall sehen, wie es jetzt läuft. Ich schätze, es ist ein bisschen leiser, das Geballer. Wir kriegen aber das Ganze hin. Gibt es eine Mission mit Video? Man wird sehen. Nein. Oder vielleicht gleich. Ja. Mission 7. Ramsey's Head Hafenbereich. Kalseti tödliche Fracht. Was ist denn das nochmal für eine Mission? Hintergrund. Krix Medin hat uns berichtet, dass der Leiter des Dark Trooper Projekts ein General namens Rom Mock ist. Das ist der Gute. Der Rom Mock, der kennt mich auch. Vielleicht kennst du ihn aus der Zeit, als du noch dem Imperium dientest. So viel dazu. Als hochdekorierter Soldat aus den Klonkriegen wurde er sehr prominent, als der Imperator an die Macht kam. Er war einer der wenigen Generäle, die gegen die Erbauung des Todessterns stimmten, da er keiner Technologie vertraut, die den Soldaten vom direkten Kampf mit dem Gegner trennt. Also jemand von der alten Schule noch. Er ist absolut besessen von der Ehre des Soldaten im Kampf Mann gegen Mann. Richtig. Ist auch besser, als diese von oben herab einfach alles kaputt schießen, oder? Weiß ich ja nicht. Madin? Ach, Krix Medin, genau, ich dachte schon, Madame wer? Oder was? Medin erzählte weiterhin, dass das Dark Trooper Projekt aus drei Phasen besteht. Die erste Phase sind die Gromas-Minen, die du so erfolgreich sprengen konntest. Dort wurde das Metall Frick gefördert, das für die neue Legierung benötigt wird. Die fertige Legierung wird dann zu einer vollautomatischen Fabrik. Oh, das ist in einem Eisding. Transportiert, wo sie speziell behandelt und geformt wird. Danach wird sie zu einem Spezialkreuzer, der Ark Hammer, gebracht. Dort werden dann die Dark Trooper zusammengesetzt. Der Standort der Fabrik und der Ark Hammer ist uns noch unbekannt. Also erstmal ins Hafenviertel. Oder was? Unser nächstes Ziel ist es, die Fabrik zu finden und zu zerstören. General Mock hat die Hilfe eines Unterweltkönigs angenommen, der uns zurzeit noch unbekannt ist. Dieser Unterweltkönig versorgt Mock mit Schmugglern, die dann die Rohmaterialien an die verschiedenen Fabriken liefern. Medin konnte vor seiner Gefangennahme eine der Routen ausmachen, die die Schmuggler benutzen. Dieses Ganze mit den Schmugglern und sowas ist wahrscheinlich dann in der Stadt, weil der zweite Teil, den ich mir auch schon so ein bisschen aufs Remastered hochgedrückt habe, da geht's auch um jede Menge Schmuggler. Vor allem auch diese Granen, die mit den komischen Blumenkopfohren, die Granatwerfer. Und wenn wir Pech haben, gibt's jetzt diese Railgun oder diese Ionengun oder wie auch immer die heißt. Sie beginnt in Ramsey's Head, einem Raumhafen auf dem Planeten Kalseti. Wenn du einen Peilsender im Antriebsbereich am Heck des Schmugglerschiffes anbringst, sollte es uns direkt zu der Fabrik führen. Aha, also müssen wir uns durchballern und irgendwo steht so ein Schiff. Das wird angebracht. Das ist auch angebracht. Und dann geht das weiter. Bring den Peilsender am Heck des Schmuggelschiffs an. So, kommt jetzt ein krasser Song oder was? Quatsch, Song. Kommt ein Video oder nicht? Man wird's sehen. Nein. Aber die schöne Musik. Moment. Sehr gut. Oh. Ist das so? Oh, geht schon mal gut los.
So, da ist auch noch sein Fett weg. Dieser, das ist der, was, der Geron, der Geron, Geronimo, der, Fusions, irgendwas. So, mal schön hinstellen. Okay, das ist schon ganz geil. Oder? Haut schon gute Leute weg. Auch wenn immer noch so wenig. Ach, den Schild, den füllen wir nicht auf, oder? Nee, halt, wir haben mit 100-100 gestartet. Weil wir das letzte Mal im Detention Center haben wir ganz schön auf die Finger bekommen. So kurz vor knapp haben die uns noch ein paar verpasst. Ach, die schöne Melodie ist das. Ach, das mag ich aber. Das sind so diese. Das ist halt richtiges Star Wars, ne? Nicht der Schrott, den es heute gibt. Ach, das ist noch. Wie früher's. So ist schön. Ah, der ist schon tot. So, der andere kommt auch gleich. Natürlich. Hervorragend. So. Ist das das, was ich meine? Oder. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Was ist das? Soll das da darstellen? Okay, das ist der Raum. Ja, klar, ein Raumhafen. Nicht hier irgendwie Wässerschild oder so. Das ist wahrscheinlich die Plattform, wo es nach unten geht. Ja, das ist natürlich die Frage: Müssen wir jetzt da runter direkt? Oder gibt es hier noch irgendwo ein krasses Geheimnis? Wir können ja mal die Wände. Bevor wir da runterfahren und ein bisschen angucken. Oder angrabbeln, irgendwie finden wir schon was. Ja, es bräuchte auch ein paar. Ach, ist das ein Schiffchen? Soll das ein Schiffchen darstellen? Ja klar. Hier ist so ein dicker Kreuzer oder wie heißt denn hier? So ein Frachter. Ja klar, guck mal hier, das sind die Flügelchen, so links und rechts. Und hier hinten ist der dicke Hintern mit den ganzen Triebwerken. Also ist das hier ein Hubschrauber, ja genau. So ein Schiffchen halt. Okay, interessant. Da weiß ich jetzt auch schon wieder Bescheid. Gut. Wohin? Runter zu uns. Oder fahren wir jetzt rein in das Schiffchen? Ja, das ist ein Teil des Ganzen, oder? Das ist dann Teil dieses wahrscheinlich dicken Frachters oder so. Gut. Oh oh. Ach, die Dickerchen! Die Schweinemänner. Squeak. Squeak, squeak. Squeal, Piggy, squeal. Ja, das sind die Schweinemänner. Die Schweinemänner mit ihren, was sind das, Hellebarden? Ach, komm. Ja, und da oben sind schon die Granatenmänner. Jetzt lasst mich doch mal in Ruhe zielen. Schlecht. Ja, jetzt hoffe ich, ehrlich gesagt, dass ich diese andere krasse Wurme kriege, weil das hier könnte ein bisschen dauern. Wenn ich das nicht mache. Ja, oder das. Die können einen schon richtig. Ach, verdammte Gülle. Können richtig bearbeiten, die Kollegen. Die verdammten Granatwerfer. So, komm ran. Was sagt er? Yellow Key. Ach ja, das explodiert da, glaube ich, diese komische. Weiße, oder dieses Licht, was aussieht wie so eine Laterne. Bitte hier. Bam. Genau, das ist auch die Explosion. Ich glaube, die kennt man später. Geht später noch. So in etwa zumindest. Aber dieses komische Gewehr, von dem ich rede, ist noch krasser. Das ist dann noch die erste und einzige Hitscan-Waffe. Wenn man es denn so will. Also im Grunde ist es Hitscan. Man schießt dann auf irgendwas. Und dann geht es da drüben eine Explosion. Wenn man Pech hat und so schießt, dann geht es die Explosion hier in der Hütte. Hä? Okay. So, Schweinemann. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Leider sind die sehr langsam, die Schüsschen. Ui, ui. Ja, die quieken. Sehr schön. Fünfter Mal Detonatoren macht schon mal 10. 2 mal 5 macht 10. Kann man nicht sagen, hier lernt man nix. Schlüssel, okay. Ah, natürlich eine verkackte Mine. Wo lag die denn jetzt bitte? Hier im Eck, ist mir klar.
Oh, shit, ich dachte, ich komme schnell genug weg. Okay, merke, ganz üble Scheiße. Was bist du? Mortar Shells, okay, der Granatwerfer. 3x. Ah, ne. Das ist ganz normal, ne? So, das macht was? Nichts. Okay, das ist das Runterfahren wahrscheinlich. Da wird hier nämlich entladen. Ja, das ist eine riesige. Wahrscheinlich ent. Hier wird gelöscht. Nanu? Ach ja? Komm du mir nach Hause. So, jetzt fahren wir hoch. Schätze ich mal, oder? Ah, eine Mück. Boah, ich dachte schon, jetzt wäre es das gewesen. Ja. Ach, halt. Ach, Idiot. Im Prinzip ja richtig. Dann können wir nicht oben wieder drüber latschen. Denn jetzt lassen wir das hier mal runter. Boah, das ist eine Menge. Granatenmaterial. Jetzt haben wir wie viel? 26, okay. Wir haben ja einige verschwendet, will ich nicht sagen. Wir haben sie gewinnbringend eingesetzt. Leck mich doch am Arsch. Ich habe extra darauf geachtet, deswegen war ich mal kurz still. Aber nur ganz kurz. Genau wegen dieser Scheiße. Oh, das ist halt richtig asozial, oder? Genau deswegen habe ich nämlich mal kurz innegehalten. Weil ich dachte, dahinter ist bestimmt wieder irgendwo im Eck was versteckt. Ihr Spacken. Das ist ja richtig asozial. Und vor allem die Reichweite von den Scheißdingern ist halt so massiv. Das ist echt schon billig. Oh, oh, Niesen. Boah, Double Kill. Wieso geht das hier nicht weiter? Was mache ich falsch? Und ich bin tot. 20 und 15. Ja, das verspricht spaßig zu sein. Da geht's gerade weiter. Kann ich das denn wenigstens in der Kettenreaktion? Nee, das geht auch nicht. Das ist echt irgendwie ungeil. Und ich komme nicht in den Winkel ran. Das kann sein, dass wenn ich da runterspringe, ist tot. Nee, das bin ich tot. So. Ach, Schweinemann. Komm, schieß oder wirf. Schweinemann. Und der andere noch, oder ist der verhindert? Oder ist er tot? Oh, das ist immer noch im Leben gewesen. Okidoki. Halt! Ui, ui. So. Der ist aber auch. Das ist aber auch ein hübscher. Ja. Ich gehe neben die Ecke. Ich habe nur noch 15 Lebensenergie. Der hackt mich doch glatt kaputt. So, Licht aus. Kostet alles Strom. Und dieser Tage? Schwierig. Ja. Was? Wir können drüber und dann direkt weg. Oh shit. Wee. Mann. Wer hat sich das ausgedacht? Okay, jetzt ist hier offen. Aber oh, da schneide ich gleich wieder zu, ne? Ja. So viel zum Thema. Aber jetzt auch noch mit den Herrschaften. Komm. Ach. Guck so, du dumme Sau. Nein. Oh, ich aber auch. Das ist echt nicht zu fassen. Okay, wie komme ich dahinter? Wie komme ich dahinter? Gar nicht, oder? Kann ich das nicht, okay. Also gibt's doch einen Duck Jump. Nee, gibt's nicht. Ich muss einfach nur da hochspringen. Alles klar. So, jetzt hätte ich gerne mal ein Pflaster. Ich habe schon wieder fast 100 Schildgen, aber leider keine.
Verdammt. Wieso macht denn... Soll ich denn auf einmal nur noch 14? Was? Ja, ja. Ja, komm ran. Aber dies. Ja, komm. Hallo. Hä? Ja, echt. So, der ist auf jeden Fall drin in der Hütte. Weg bist du. Weg bist du. Er sitzt. Da ist Ruhe. Sehr schön. Wo, ich könnte den ja benutzen. Notfalls im Nahkampf dann hier. Mit allen, aus allen Rohren feuern. Oh. Muss ich gar nicht. Muss ich gar nicht. Okay. Mal schauen, ob es hier irgendwas Feines gibt. Wahrscheinlich. Möglicherweise, ja. Ran. Ach komm. So. Der nächste. Leck mich am Arsch. Ne, die nächste. Die nächste Mine. Das ist so eine asoziale Scheiße. Oh Mann, ich hätte gern so ein Revive, so ein volle Energie-Ding. Ja, toll, jetzt traue ich mich nicht mal mehr. Ist das scheiße. Du-du-di. Okay. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, okay. Und es gibt... Achso, es geht immer Stück für Stück nach vorne. Mal ranzoomen, dass man was sieht. Genau, es geht immer weiter nach vorne und jetzt müssen wir hier hoch, alles klar. Nun, dann wollen wir mal... Wollen wir mal sterben. Bitte kein Düdüdüd mehr. Ja, jetzt habe ich... bin ich leicht paranoid. Überall könnte... Ja, ich denke mal, hier verlieren wir unser erstes Leben. 7 und 3, das ist nicht mehr. Da ist nicht mehr viel zu machen. Ein, zwei Blaster-Treffer und wir sind weg. So viel zum Thema. Mach ich die Ziel, Junge? Ja, genau das. Komm schon. Oh, wie Schwein? Nein! Ja, jetzt bin ich abgeschmiert. Halt, ist vielleicht sogar richtig. Vielleicht haben wir jetzt irgendwie was freigeschaltet. Freigefahren. Vielleicht. Ja, natürlich wieder nicht. Toll, es wäre so schön. Wäre so schön gewesen. So. Weiter im Text. Sieht auch schon so aus, als ob es irgendwas gibt. Aber natürlich gibt es hier wieder nichts. Weil da hätte ich einen Vorteil davon. Ist hier oben vielleicht gleich was? Sehen wir gleich. So, hochfahren. Nee, ist okay. Wir wollen hier weitermachen. Jetzt muss ich bald wirklich darauf achten, dass ich hier irgendwie vielleicht mal... So, das Scheißding. 4-1. Also ich stehe hier hinten und werde getroffen von dem Scheißding. Boah, das ist halt echt zu krass. Jetzt bin ich gedunkt. So viel zum Thema. So viel zum Thema. Okay, 100-100, wir haben 7 Leben. Und der Rest ist noch... Hier im ersten Tag. Na du? Nein! So, zack! Dickerchen! Wer bist du? Ja, wir sind auch weg. Leider, leider. Nicht so gut gewesen hier. So, das müsste reichen, ne? Heißt, wir können runter.
Ja, das ist genau das, woran ich mich noch so ein bisschen erinnere. Obwohl, nee, das kommt erst später, was ich meine. Das ist eine andere Geschichte gewesen. Das hier, das Lagerhaus, habe ich auch noch so ein bisschen in Erinnerung. Ist auch eins der... Boah. Eines der Bilder, das ich so im Kopf habe, wenn ich an Dark Forces denke. Nicht Star Forces. Im Dark Wars. What? Genau diese Stellen hier. Warum? Boah, wahrscheinlich genau... Leck mich doch am Arsch. Nicht genau deswegen. Ist ein bisschen eingebrannt, weil sie so assi ist. So, hau bloß ab. Oh oh, das sind die krassen, oder? Wow, der war nicht schlecht. Lebt der zweite noch? Nein. Sind das? Nee, okay, ich dachte, da kommt jetzt einer mit so einer. Mit so einem krassen Gewehr, das ich schon erwähnt habe. Wee! Nein! Oh! Nein! So. Nur mit Granaten hier durch die Gegend werfen, ist auch mal was anderes. Ich habe schon wieder noch 19 Rüstungen. Doch, das mit den Granaten ist schon unangenehm. So. 60 Schild. Das erste Mal doch, dass man... Ach so. Ja, wobei... Die Thermaldetonatoren werden es schon richten. Denke ich mal. Das kriegen wir hin. Wieder ein bisschen Schild. Sehr gut. Haben ein bisschen wenig anderes Material. Das hier ist eine reine Grenadiermission. Was ist jetzt los? Drei merkwürdige Öffnungen hier. Das könnte... Oh, das könnte was Feines sein. Düdüdi, tot. Aha. Ist das denn, war das denn ein Geheimnis? Ausrüstung, gelber Schlüssel, 28, na immerhin, knapp ein Drittel. Bringe den Peilsender am Heck des Schmugglerschiffes an. Zu Befehl. Ja, wie gesagt, das dünkt mir noch. Und hier habe ich das Bild vor Augen, wenn ich an Dark Forces denke. So. Ja, ja. Frag mich, ob denn irgendwie alle... Ja, komm. Wieder hoch, ja? Wäre supi. Du doch auch nicht. So. Ach. Ja, ja, ist okay. Bitte nicht so doll schießen. Sonst fange ich auch mal an. So. Schön die Granaten ans Hirn. Weiß er gleich, wo er hier ist. Erstmal das hier wegmachen. Dann die Kollegen weg. So, wo ist noch Bedarf? Da ist noch. So, kann ich das irgendwie reindrücken? Nein. Die sitzt. Sauber. Der Rest ist zu Tisch von mir aus. Gut, dann können wir mal wieder den Blaster einsetzen, weil ich glaube, jetzt wird es wieder imperial. Ich weiß auch nicht, wie ich darauf komme. Kommen wir gleich. So. Ja, ja. Gepiepe kann sich sparen. Wir brauchen gerade keine Batterien. Schlecht. Ach, nicht doch. Jetzt bin ich auch auf dem Grenadiertrip.
Aber dort liegt doch so viel Munition rum, das können wir ruhig mal nutzen. Aber übel, ey, wenn diese verkackten Minen nicht wären. Oh oh, wäre das nicht so schlimm. Boah. Gut, oben mal wieder schön Munition. Ach, sehr gut. Ne, heute mal nicht. Aha, wir kommen da hoch. Hochsprengen. Ja, ja. Du bist voll im Arsch, würde ich mal sagen. Minion. Da ist nicht mehr viel. So, wie komme ich da hoch? Na? Wie von da? Ums Eck rum? Quatsch. Wie komme ich denn da hin? Ich könnte mich da hochsprengen wahrscheinlich, aber das wäre nicht so ratsam. Oh, sauber. Nochmal. Hopp. Ja, sauber. So und nicht anders wird das gemacht. 200 Puls. Sehr gut. Du. Ja. Sauber. Ich weiß nicht. Blasted. Na. Hier wird nicht geblast. Dann mit einer Granate und viel Spaß. Sehr gut. Jetzt wieder ein Verrissen. Das kommt davon, wenn man sich mit Keil Katan anlegt. Mit keinem anderen als Katan. Gut. Noch jemand? Bock auf Granaten oder... Ja, da ist noch einer. Oh, der hat Bock. Eieiei, hat der Bock. Hat sich aber leider mal wieder überfressen an den Granaten. So, was kommt jetzt? Vielleicht noch ein Geschützturm oder so? Nein, der Klassiker. Okay. War zu hoch, hat mir nicht den Kopf abgerissen. Schwein gehabt. Das müsste auch noch geben, solchen... Wie nennt man das? So diesen... Das habe ich schon mal gefragt. Positional Damage irgendwie sowas? Hä? Dieser Positionsschaden, dass man halt beim Kopfschuss mehr Aua macht, nimmt. Aber stimmt, die zerfetzen auch gar nicht. Ja, mit Granaten, Bomben, Minen und so weiter und die zerfetzen nicht. Ob es auch so ein Brutal, ein Brutal Dark Forces gibt? Ich weiß, dass es... Oh ne, der Blue Key. Oh, Bunky sucht Blue Key. Von mir aus. Das ist so manche. Na, yes. Source Ports gibt's für dieses Spiel. Aber das interessiert mich ja nicht. Der Plan war ja. Oh, das Remaster kommt. Da machen wir das Nicht-Remaster. Siebenstein. So, angenommen. Lieber Zuschauer, du wärst ein blauer Schlüssel. Wo? Ach ja, im Komplex. Ja, klar. Also hätte ich hier in das Lagerhaus gar nicht rein müssen. Ja, aber das ist auch so der Klassiker, oder? Da haben sie bestimmt auch ein bisschen Doom gespielt. Was ist denn das? E1, M2 oder sowas war das ja, ne? Dieses Warenhaus. Und dann haben sie sich gedacht, das können wir auch. Das machen wir besser. Das machen wir jetzt mal noch besser. Ich glaube, das ist eine Granaten. Ja, Quatsch, Minenrucksack. Ist das doch mal. Nein, das ist nur eine Scheißmine. Ja, 5 Minen. Das ist doch für ein Arsch. Da würgen sie es mir genau rein. Also, man hat nichts gesehen. Oder? Nee, hat man nicht. Ah, ich hab's genau gerochen, ihr Ratten. Genau gewusst, dass hier wieder irgendwas liegt. Also die verminen hier die Items, wo man nicht sieht, dass darunter was ist. Nee, das finde ich ein bisschen... Das ist nicht gut. Achtung. Boah, hör auf zu piepen! Mit deinem scheiß Gepiepe kriegen wir einen Herzinfarkt. Ja. Rebel Scum! Da!
imperiales Schwein. So ist fein. Ich kann da trotzdem nicht rein. Und vor allem. Ja, ja. Vor allem, das ist ja hier nicht irgendwo am. Weiß ich nicht, irgendwo im hinterletzten Eck. Ja, Buxtehude? Nee, nee. Ach, das, die reagieren da gar nicht drauf. Ach so, jetzt traf ich's. Wobei man sagen kann, ja. Idiot. Wir finden ja reichlich... Falsch. Wir finden ja reichlich Handgranaten. Also eigentlich könnte man sagen, ja... Man könnte sich auch den Weg freisprengen. Alle... Ist gut jetzt. Alle 2 Meter irgendwie... Tudli. Komm, volle Energie, warum nicht? Einfach nicht mehr normal. Nicht mehr normal. Wir müssen sowieso mal wieder da raus und die ganzen Granaten holen. Aber erstmal haben wir den Schlüssel, den blauen Schlüssel. Wie sieht's hier aus? Wie immer. Wie immer super. Na? Nein. Oh, da packe ich gerade die Waffe weg. Will Granate nehmen. Und wieder falsch. Wie man es macht. Oh. Bevor ich nach links komme, so von rechts. Wir sind immer 5. Ne, 45. Boah, das kostet doppelt. Das ist ein Einzeln, okay. Junge, 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 okay. Ne, hat noch nicht mal gegolten. Muss der runtergucken? Muss ich mit Schmackes runterdrücken? Nein! Haha, Idiot. Ja, schnell, schnell runterkriechen, oder wie? Achso, ich kann mich auch ducken, ich Trottel. Perfekt, die sitzt. Dödödö, bitte. Was ist denn los? Wir machen hier mal die Tür auf dir zu. Achso, woanders. Na gut. Ich hätte den Knopf, die Taste nie umstellen sollen. Ich brauch's jetzt nicht mehr. Ich habe schon zu viele Folgen so gemacht. Die Umstellung. Ich bin zu alt für Umstellung. Stop where you are. Ach, hier ist Pissoir. Bah. Beim Lullen der Löffel. Na klar, die, wahrscheinlich ist das Scheißhaus auch wieder vermint, oder? Klar, lauter Tretminen. Bin ich da wirklich. Will ich das wirklich genau untersuchen? Urinal. Ja, nee, danke. Gut, das, ja, das war schon so das erste, wie soll ich das sagen? So diese So-Real-Ära, wurde hiermit ja schon einge... Guter Schlüssel, alter Latz. Wurde hiermit ja schon eingeläutet. Wo alles versucht hat, möglichst... Ja, jeder Wachmann braucht sein Löffelchen. Und sein Schälchen und sein... Wird von meinem Tellerchen gegessen. Ja, ja. Und sein eigenes Bettchen. Damit es auch alles voll nachvollziehbar ist und so. Aha. Das ist mir egal. Ich bin ja der krasse Gangster. Der Rebell. Ich darf das. Och Mann, was jetzt schon wieder? Auf deinem Eck lungert einer drin rum. Wie das eine auf das andere funktioniert, oder? Die sitzt nicht, okay. Na, noch ein bisschen. Ei! Sehr gut. Ruhe ist da unten. Ist das einer? Von dieser Wand. Was ist denn hier ab? Noch einer.
Ja. Komm. Kriegst zwei. Erstes geschenkt. Und die zweite. Die musst du bezahlen mit dem Leben. Na? Ach, heute mal keine. Keine Miene. Habe ich verzogen. Oder wurde mir verzogen, bitte? Achso. Ja, war klar. Was ist das? Supercharge. Bisschen spät, oder? Hopp. Und hopp. Nein, falsch. Hopp. Oh, was ist das? Wo komme ich denn hier hoch? Was jetzt? Ist hier gut? Ja, ich würde aber ganz gerne hier rein. Moment mal. Zwischen wieder einen Knopf zum Schießen. Nein? Sagt er. Da vielleicht? Komm ich denn da hin? Gar nicht, oder? Bitte? Achso. Ja, ja, ich weiß, Telefon. So, Goggles off, Kugelhupf. Hopp. Wie komme ich da hin? Ich könnte nämlich hochsprengen, aber ich glaube, das wäre ziemlich dumm. Best mit einer Mine. Das sind ja sogar zwei von der Sorte. Ah, da komme ich von da hinten irgendwo hin. Vielleicht von hier? Oh, was ist hier los? Was ist hier los? Zwergenaufstand. Moment. Dann gehen wir doch erst auf die andere Seite. Und zack. So. Ja, nee. Oh, Mann. Assi. So, fährt jetzt gleich runter. Mehr oder weniger. Ist jetzt oben rechts drin. Was ist denn das hier für eine komische... Komische... Architektur. Oder Architektur. Nein! Ja, nee, ist klar, Chef. Verdammter Hinterhalt. Nein. Ach, da oben sind die. Komm auf. So, jetzt hoch, schnell. Oh nein. Das könnte schmerzhaft werden. Oder auch nicht. Ei! Idiot! Nein, 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 nein! Hat sich fast selber gerichtet. Oh, Mann. Nee, heute nicht. Junge, Junge, Junge. Also, ist ganz schön, ganz schön anstrengend hier mit den Kollegen. Mit diesen Spreng-Heinis. Und es gibt natürlich wieder keinen Schlüssel, ne, von mir aus. Wenigstens ein bisschen Lebensenergie haben wir einsacken können. So, roten Schlüssel haben wir. Roter Schlüssel heißt... Wo war nochmal der rote? Der blaue war in der Lagerhalle, oder was? Jetzt habe ich vergessen, wo wir den roten brauchen. Scheißhaus? Bestimmt nicht. Hier. Wer hier ist? Ja, das dachte ich mir auch gerade. Da also brauche ich ihn. Komm, einfach wegballern. Trifft immer den richtigen. Aufpassen. Aufpassen. Eine ganz, ganz miese Geschichte. Nein. Nein, nein. Ich fände es ja gar nicht schlecht, wenn die Kollegen auch darauf reinfallen könnten. Auf der anderen Seite. Ich habe noch nie ein Spiel gesehen, in dem die Minen so krass waren wie in dem hier. Und dem muss man irgendwie auch so ein bisschen Respekt zollen. Ah ja. So, wie wär's mit einem Granätchen hier rein? Nein? Zweite ja. Gar nicht mal so schlecht. Da muss man tatsächlich auf der Hut sein. Es ist halt schon richtig asozial gemacht, aber
So vom Grundprinzip her finde ich es gar nicht so verkehrt. Man meckert halt, weil es echt... Die Umsetzung ist halt ziemlich übel. So wie bei Projekt 2 mit dem... Oder dem Remaster mit dem komischen... Mit der Stampfattacke da. Verdammt. Stampfattacke, ja. Aber... Wo dieser komische... Wo der Berserker angeflogen kommt. Umsetzung wieder ein bisschen zu heftig. Mal wieder. Das war nicht gut. Aber von der Idee... Nicht schlecht. Man muss halt eine neue Taktik nutzen, um damit klarzukommen. So, blauer Schlüssel, wenn es recht ist. Und bitte keine Minen mehr. Das wäre auch noch ein Traum. Wäre mein inneres... Weiß ich nicht, Blumen pflücken. Thermaldetonator von mir aus. Aber was müssen wir denn... Ich brauche einen Schlüssel. Aha! Ein blauer Schlüssel. Was er tut, weiß kein Mensch. So, wer ist jetzt wieder gespawnt? Ich kenne auch meine Pappenheimer gleich. Ich geht's hier wieder ab. Was müssen wir noch machen? Todesstern. Aha, Energie, aha. So schießt er. Da geht's ab. Alles klar. Ganze Schematik. Schematische Darstellung. Können wir uns mal angucken. Dann wissen wir schon wieder mehr. So, vielleicht mal da runterspringen. Das wäre auch mal eine Maßnahme. Ah, ja. Das war nett versteckt. War es schon, aber halt nett. So, nu? Ja. Achso, wenn man runterfällt, hat man hier die Möglichkeit... es ist doch kein Permadeath. Moment. Jetzt wissen wir auch, wer nachgespawnt ist. So, jetzt geht's ins Warenlager. Warum kompliziert? Wenn es auch der Blaster richten kann. Es saugt und blast der Heinzelmann und so weiter. Hä? Wo bin ich jetzt? Tja. Ach komm. Ich hab mir überlegt, was Cooles zu machen, aber ich dachte mir, was Uncooles tut's auch. Ja, ja. Auch zu piepen. Wo ich könnte ein bisschen... Bleib mal, komm mal zurück, komm mal her. Ich habe eine Aufgabe für dich. Du darfst mal meine Faust scannen. Was machen die eigentlich, die Viecher? Fahren die rum, machen was? Vielleicht zerkratzen die ganzen Boden, die Scheißdinger. Machen wir sofort kaputt. Ist er kaputt? Nee. Machen wahrscheinlich alles kaputt, dass hier immer wieder schön hier gewienert und gebonert werden darf. Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen. So, kurz überlegen. 36. Nicht Jahre, sondern Thermaldetonatoren. Ersteres wäre schön. So, mal schön alles einsacken. Mal schön. 50, perfekt. Obwohl 100 wären noch schöner. Mal schöne 100 Granaten, das wäre was. Okay, nun gut. Jetzt für alle ins gleiche räume ich hier nicht. Jawohl. Also, Warenlager. Hier waren wir schon, aber die Tür war zu. Weil, blauer Schlüssel, klar. Ah ja. Ach komm, hier liegt so viel von dem Zeug rum. Hä? Ach, warte mal. Jetzt sind wir mal die Assis.
Was war das? 7? Ja klar, der steht noch, er ist selbstverfreilich. Sonst geht's dir gut, ja? Alles klar. Tok, tok, tok. Tok, tok, tok. Toi, toi, toi. Boah, das war echt eine Arschmission. Ich denke mal, viel kommt da nicht mehr. Jetzt wird wahrscheinlich am Ende des Ganges geht der lustige... das lustige Schiff stehen. Dann pappe ich das Ding dran und dann ist auch mal gut hier. Klar, alles schön verwinkelt. Was könnte das wohl bedeuten? Hopp. Nicht so schön am Rumhopsen und du, mieser Hund, nichts Besseres zu tun, als mich zu beschießen. Das reicht nicht, oder? Das ist ein bisschen weit. Da müssen wir fliegen können. Oder wir brauchen die Boots of Jumping oder sowas. Und da es die nicht gibt, wird das wohl nichts. Hallo? Aber dass nirgends in so einer Ecke mal was Schickes versteckt ist. Streng mich extra an und na, klick überall in jeder Nische, in jeder Ecke irgendwas an, aber nie ist was drin versteckt. Das ist schon sehr enttäuschend. Aber gut. Geh auf. Ah ja. Komm, geh auf, du. Perfekt. Was war das? Welch Geräusch? Oh oh. Aber die haben jetzt hier nicht einen Dark Trooper an Bord, oder? Das wäre nicht gut. Kann aber sein, dass der ein bisschen aufpasst. Jetzt habe ich ein bisschen Angst. Ach ja, Düdli. Verkackte Scheiße. Darf ich sagen, oder? Ah. Krass. Wer hat das jetzt aktiviert? Wer hat das gerade aktiviert? Ich weiß auch, dass ich es anbringen kann, das rote Ding. Ich habe es gerade gesehen, aber das war's schon, oder? Darum geht's alles weiter. Was ist das da? Wieso existiert es? Moment, das will ich wissen. Das will ich genau. Ach Mann, jetzt lern doch mal zu springen. So schwer ist es nicht, Kyle. Sag mal. Kyle Minogue. Nö, alles super. Völlig nutzlos. Hervorragend. So, ist hier was? Nee. Wir gucken mal ganz kurz, was die Ausrüstung sagt. Geheimräume, nicht mal die Hälfte. Okay. Und das, obwohl ich jede beschissene Nische angeklickt habe. Und das reicht nicht. Okay. Wahnsinn. Alles klar. Gut, wir bringen es an und dann schauen wir mal, ob es dann direkt fertig ist. Ja, looks like we're done here. Ich bin auch done here. Muss ich ehrlich sagen, gestehen. Denn, ja, das wäre angebracht, aber angebracht wäre auch, wenn wir ein paar Sachen gefunden hätten. Haben wir aber nicht, das ist dann wiederum unangebracht. Naja. So, dann Mission im Menü beenden, ja? Genau, nächste Mission. Ob es jetzt ein Video gibt, sehen wir sofort, wenn das Licht angeht. Okay, also scheinbar gibt es echt nur noch diese Descent-Spar-Videos hier mittlerweile. Okay, gut, jetzt wissen wir auf jeden Fall, wo das ist. Das war ja vielleicht eine miese Drecksgeschichte.
alles vermint, überall nur Sprenggeschichten, ob es jetzt Handgranaten sind, ob es jetzt Minen sind. Junge, Junge, das war nicht gut. Irgendwie auch wieder interessant, ne, weil man auf der Hut sein muss die ganze Zeit und mal ein bisschen mehr mit den Handgranaten arbeiten und so weiter, weil es da ja unendlich Munition gibt. Aber ich finde es sowieso ein bisschen viel, ne? Jeder lässt irgendwie seine Waffe fallen, logischerweise, aber ja gut, doch, teilweise hatten wir irgendwie ein bisschen weniger, als wir nur gegen solche komischen Granatwerfer-Typen gekämpft haben. Aber, naja, war mal was anderes. Kann er nicht immer nur gegen Sturmtruppler rangehen, wir müssen mal was gegen was anderes kämpfen. Und Robotics, das ist doch bestimmt diese Robotics, was sind die? Klar, wir haben ja das Material gefunden, diese Frick, und hier werden sie gefertigt. Und das ist dann wahrscheinlich die Eisgeschichte. Oh, da freue ich mich drauf. Ja, ich sag mal so, eine, wie sagt man so schön? Eine Gehirnhälfte freut sich, die andere freut sich nicht so. Naja, so ist es ja meistens. Was soll man da machen? Aber ich freue mich drauf, weil es schneert. Schnee und Eis, das finde ich ja immer sehr, sehr angenehm. Naja, beim nächsten Mal geht's hiermit weiter. Wir haben noch ein paar Leben. Eins haben wir tatsächlich verloren. Ist ganz angenehm, ne? Nach 7, 3, 6. In der 7. Mission haben wir unser allererstes Leben der Welt verloren. Ja, wahrscheinlich hätten wir wieder ein Leben gefunden oder 2 oder 3 oder was weiß ich, hätten wir mal die Geheimgänge gefunden. Aber irgendwie manchmal super gut versteckt. Vielleicht auch irgendwo, weiß ich nicht. Ach stimmt, dieser eine Raum da, wo ich gar nicht mehr versucht habe, hinzukommen. Vielleicht hätte ich mich wirklich hochsprengen müssen. Oder es gäbe von woanders irgendwo noch einen Zugang. Weiß ich nicht. Die offensichtlichen, die nehme ich gerne mal mit. Oder wenn es irgendwo eine Nische ist oder sowas. Aber wenn ich da irgendwie die ganzen Wände abgehen muss, um was zu finden, das ist nicht so meins. Moment mal. Ich habe gerade vor Augen, wie ich in den... Ach nee, da waren wir, glaube ich, oder? Ach doch, haben wir gemacht. Bin ich durchgekrochen drunter. Ja, ja. Wo bei dem einen die Mine war, unter diesem komischen Durchgang. Das war ja auch gemein. Naja, egal. Beim nächsten Mal geht's mehr von Dark Forces und dann geht's weiter mit der Robotics-Fabrik. Das verspricht witzig zu werden und wahrscheinlich auch wieder ein bisschen, schätzungsweise, Dark Trooperig. Dark Troubler, wie auch immer. Man wird sehen. Beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Dark Forces, Star Wars. Ich danke fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Möge die Macht mit uns allen sein. Tschüss.